auch. Vielleicht aus einem Lager. Das sollte ich mir mal ansehen. Irgendein Osseren-Lager? Was wollen die hier draußen? Komme! Etwas in der Nähe sendet das Signal. Dann bin ich ein Baum. Talana, gut, dass du es geschafft hast. Dank des Geheimgangs durch deine Basis. War ein toller Anblick. Ein Geheimgang? Lass das nicht die anderen hören. Sonst rennen euch eine Menge Osseren die Türen ein. Und du bist? Das ist Ragut. Er ist Späher der Karawane. Er sagt, Amadis war hier. Er stieß zur Expedition unmittelbar, bevor wir durch den Tunnel gingen. Nach dem Aufschlagen des Lagers brach ich zu Erkundungen auf. Ich bot den Tenakt Friedensgeschenke an, weil wir in ihr Gebiet eingedrungen waren. Amadis wollte, dass ich nach einem Ort namens Feuernis frage. Was hast du rausgefunden? Nur, dass die Tenakt ihre Gefangenen dorthin bringen. Weit im Westen, in der Nähe von Dornmarsch, der Hauptstadt des Tiefland-Clans. Kurz darauf brach er auf, um es zu suchen. Ach, ganz allein? Ich habe ihn gewarnt, aber er war fest entschlossen. Was geschah, als ihr den Tunnel passiert habt? Gar nichts. Wir haben uns dafür in zwei Gruppen aufgeteilt. Alle hier waren Teil der ersten Gruppe. Abgesehen von ein paar stockdunklen Passagen war alles ruhig. Was auch immer die zweite Gruppe angriff, verschonte uns, Stahlfunke sei Dank. Am besten redest du mit Porguf darüber. Er weiß ein wenig mehr als ich. Hat Amadis gesagt, wieso er unterwegs zur Fäulnis ist? Leider nicht. Er war ein Mann weniger Worte. Klingt ganz nach ihm. Meinst du, es ging ihm gut? Mehr oder weniger. Er schien bewegt, als wir erfuhren, dass der Tunnel hinter uns eingestürzt war. Aber das waren eigentlich alle hier. Du bist also der Späher hier. Muss ich etwas über das Gebiet wissen? Wo soll ich anfangen? Unten im Süden versucht ein Osseran-Trio in den Ruinen im Sand zu stöbern. Noch mehr von euch? Das sind die, denen wir hier herausgefolgt sind. Und dann sind da noch all die anderen, die abgehauen sind, als wir auf dieser Tunnelseite rauskamen. Plünderer, Entdecker, alle Arten mutiger Abenteurer. Wie viele wart ihr denn ursprünglich? Genug, um den Überblick zu verlieren. Vor einer Weile habe ich auch ein paar Rebellen entdeckt. Wie es scheint, patrouillieren sie in der Wüste. Ich habe alles über die Rebellion der Tenakt oben in Brennspeer gehört. Das ist die Hauptstadt des Wüstenclans, im Norden. Klingt, als hättest du die Gegend gut kennengelernt. Ist mein Auftrag. Danke, Ragut. Sehr hilfreich. Ich hoffe, ihr findet ihn. Okay, ich gehe nach Dornmarsch. Triff mich dort. Moment. Was? Um diesen Kerl zu finden, bist du bereit, das Tenak-Gebiet zu durchqueren? Ohne zu zögern? Na klar, er ist allein im verbotenen Westen. Ich bin besorgt um ihn. Ich glaube, es ist mehr als das. Wir treffen uns bei der Tiefland-Hauptstadt. Aber dann sagst du mir, wer Amadis wirklich ist. Gut, ich tauche unter, nördlich des Dorfs. Wir sehen uns dort. Dornmarsch. Welch ein Anblick, oder? Hätte nie gedacht, einmal so tief in Tenak-Gebiet zu kommen. Hattest du unterwegs Ärger? Hab versucht, nicht aufzufallen. Ein paar Mal musste ich wegen Tenak-Patrouillen im Sumpf untertauchen. Aber jetzt bin ich hier. Raus damit. Wer ist Amadis wirklich? Wie schon gesagt, er half mir, eine Jägerkillermaschine in der Wildnis zu erledigen. Erst dachte er, ich wäre bloß eine Jägerin der Loge, die die größten Maschinentrophäen erlegen will. Und ich dachte, er wäre nur ein mürrischer Eremit aus den Wäldern. Doch dann vertraute er mir die Wahrheit an. Erzählte, wie er in den roten Raubzügen alles verlor. Diese Seite von ihm zu sehen, ich weiß nicht, änderte alles. Du liebst ihn, oder? Kann schon sein, ja. Warum habt ihr euch dann getrennt? Er erzählte, dass er seine Frau nicht schützen konnte. Und ich sagte ihm, wie ich den Tod meines Vaters und Bruders akzeptiert hatte. Ihm wurde klar, dass er das auch machen musste. Allein. Moment.
Als wir das Schlachtfeld der roten Raubzüge absuchten, sagtest du, er hätte jemand Geliebten verloren. Ich dachte, du meintest einen Soldaten. Das war sie. Frauen dürfen nicht in der Armee der Kaja dienen. Daher hatte Nessa sich verkleidet. Amadis warte ihr Geheimnis. Als er nach Westen aufbrach, versprach er mir zu schreiben, dass es ihm gut geht. Doch dieser Brief kam nie an. Also wolltest du ihn finden. Und wenn wir das tun, habe ich ihm nach dieser Schnitzeljagd ein paar Wörtchen zu sagen. Tja, zumindest verstehe ich jetzt mehr. Amadis dachte, Nessa starb auf dem Schlachtfeld. Als er erfuhr, dass die Tenat Gefangene nach Westen brachten, ging er weiter. Wir müssen wohl diesen Kerker finden, die Fäulnis. Ich habe mich währenddessen umgesehen. Ich weiß vielleicht einen Weg. Dann mal los. Glaubst du, Nessa könnte noch leben? Ich bezweifle es. Kaja-Gefangene aus den roten Raubzügen sind mittlerweile wohl tot oder wieder zu Hause. Was sucht Amadis dann? Ich denke, er braucht Gewissheit. Drüben, du brennender Schrotthaufen. Feuerklauen. Das ist er. Feuerklaue ist hinter ihm her. Alleine der Herr schon. Na los. Hab ich dich. Santana? Wir geben dir Deckung. Talana, ich... Du solltest mir schreiben, dass es dir gut geht. Ich wollte den Brief abschicken, nachdem ich mit einer Osaram-Karawane die Wüste durchquert hatte. Doch als der Tunnel hinter uns eingestürzt war, begriff ich, dass ich nur noch weitermachen konnte. Da du aber einen Weg hierher gefunden hast, war das offenbar falsch. Tut mir leid.
Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Also, du bist wohl Amadis. Und du musst Aloy sein. Talana hat mir viel über dich erzählt. Und du weißt bestimmt einiges über mich. Ein wenig. Du warst wohl unterwegs zur Fäulnis. Aber was wolltest du dort finden? Einen Hinweis. Oder den Hauch davon. Irgendwas über Nessas Schicksal. Vielleicht starb sie auf dem Schlachtfeld. Oder sie siecht im Gefängnis dahin. Wie dem auch sei, ich muss es wissen. Talana erzählte mir von dir und Nessa in den roten Raubzügen. Du hast ihr Geheimnis bewahrt. Wir waren beide bei der südlichen Speerdivision. Wir sollten durch den Tunnel in Tenak-Gebiet vorstoßen. Anfangs war sie stolz, dem Sonnenreich zu dienen. Doch mit zunehmender Grausamkeit erkannten wir, was die Raubzüge waren. Und ihr kamt euch näher. Wir taten, was wir konnten, um Unschuldige zu schützen. Es war, als wären wir die Einzigen, die sich dem Gemetzel widersetzten. Und ja, wir waren uns nah. Bis zur Schlacht der brennenden Blüten. Was geschah in der Schlacht der brennenden Blüten? Wir hatten Informationen, dass die Tenak-Truppen größer waren als erwartet. Ich wollte den Kommandanten überzeugen, den Angriff zu stoppen. Aber er war ein Trunkenbold. Als ich drohte, seine Inkompetenz dem Kaja-Oberkommando zu melden, ging er mit dem Messer auf mich los. Also tötete ich ihn. Es war Notwehr. Und trotzdem ein Mord. Ich wurde verurteilt. Aber ich dachte, irgendwie könnte ich Nessa retten. Doch es war zu spät. Als ich zum Schlachtfeld kam, brannten die Felder schon. Unsere Soldaten getötet, vermisst. Außerdem war der von mir getötete Hauptmann ein mächtiger Adliger. Es gab ein Kopfgeld auf mich. Seitdem bin ich auf der Flucht. Die Raubzüge sind längst vorbei. Awad würde dich begnadigen, wenn... Der Sonnenkönig kann mir nicht helfen. Ein Straferlass von Awad hält Kopfgeldjäger, die ihr Preisgeld wollen, nicht auf. Also, du und Talana... klingt, als hättet ihr ein Abenteuer erlebt in der Wildnis. Krallenschreiter, ein Jägerkiller, Söldner, ein Panzerschnapper. Nichts konnte sie aufhalten. Ein grimmiger Eremit in den Wäldern hat es versucht. Rückblickend war das von ihm äußerst dumm. Tja, jetzt sind wir hier. Gehen wir zur Fäulnis. Ihr solltet besser hierbleiben. Ich fühle mich schon schlecht, dass ihr hier seid. Ich bin nicht so weit gelaufen, um dich jetzt gehen zu lassen. Wir bringen es gemeinsam zu Ende. Ich werde besser nicht versuchen, dir das auszureden. Dann los. Die Fäulnis ist ganz nah. Die Fäulnis liegt am Ufer, aber wir müssen im Wald bleiben, um nicht entdeckt zu werden. Man muss... Wie hast du es gefunden? Ich habe eine Tenak-Patrouille aus einem Nachbardorf belauscht. Danach war es ganz einfach. Was hättest du getan, wenn wir nicht gekommen wären? Es alleine gestürmt? Ich muss nur eine Wache befragen. Ich wollte mir einen schnappen, wenn er alleine ist. Tja, jetzt hast du uns. Wir kommen näher. Nur noch ein Stück. Da ist es. Die Fäulnis. Das sind Regalas Rebellen. Sie führen einen Bürgerkrieg gegen den Rest der Tenakt. Sie haben das Gefängnis übernommen. Dann haben sie bestimmt alle Wachen getötet. Sie waren meine letzte Hoffnung, Nessa dort zu finden. Nicht unbedingt. Vielleicht gibt es drinnen noch Hinweise. Selbst nach all der Zeit? Aloy kann viel mehr sehen als du oder ich. Na dann los. Ein Funke Hoffnung ist besser als nichts. Suchen wir einen anderen Weg hinein. Das Fronttor sieht uneinnehmbar aus. Und die Wände kann man nicht hochklettern. Ihr zwei bleibt hier. Ich versuche anders reinzukommen und das Tor zu öffnen. Ich schau mal an den Seiten nach. Vielleicht komme ich vom Wasser hinein.
Ich muss zum Haupttor und Talana und Amadis reinlassen. Einer erledigt. Wenn ich das Haupttor öffnen kann, können Talana und Amadis mir helfen, den Rest zu beseitigen. Irgendein Zeichen von Hekaros Lakaien? Hekaru und seine Leute wagen es nicht, uns anzugreifen. Hast du das gesehen? Sieh lieber mal nach. Ob der Feind vielleicht da drüben hin ist? Hier ist eine Leiche. Weg von der Leiche und suchen! Ich dachte echt, dass da was war. Ich lag wohl falsch. Du stehst wohl auf falschen Alarm, was? Regala war beim Hain nicht völlig erfolgreich. Aber der Krieg ist längst nicht vorbei. Wachsam bleiben. Wir können leicht etwas übersehen haben. Der Moment, um Talana und Amadis reinzulassen. Was war das? Hat noch jemand was gesehen? Es gibt keinen Grund zur Sorge. Der Eindringling muss schon weg sein. Wachsam bleiben. Vielleicht haben wir was übersehen. Los, los. Das Tor ist offen. Hey. Los geht's. Wir geben Deckung, Aloy. Seid bereit. Je früher wir anfangen zu suchen, desto schneller finden wir sie. Na los, mal sehen, wer hier besser ist. Yeah.
den Schmerz! Na los, mal sehen, wer hier besser ist. Lass uns raus! Wartet, sobald die Luft rein ist. Und Feuer frei. Ich bin bereit für dich. Wie gefalle ich dir jetzt? Wir lassen uns doch nicht zum Narren halten, oder? Komm schon! Mach sie fertig! Jetzt fängt der Spaß an! Komm wieder, wenn du weiterziehen willst. Glück gehabt. Möge die Sonne meinen Pfeil führen. Feuer! Jetzt Schluss für euch, Fremde. Das Ding wird eine Maschine rufen.
Okay, ich glaube, es ist geschafft. Hey, ist jemand da draußen? Hörst du? Hier. Die Tür ist zu, aber der letzte Rebell hatte einen Schlüssel. Befreit durch Karja? Wurden wir nicht schon genug gedemütigt? Sie sind nicht schuld, dass ihr in eurem eigenen Kerker gesessen habt. Ich suche Informationen zu einer Karja-Soldatin. Sie könnte vor 5 Jahren hier eingesperrt gewesen sein. Sie hieß Nessa. Die Karja Nessa ist hier gewesen. Ich habe sie getötet. Nessa? Ich komme schon klar. Sichert das Gelände. Du bist es, oder? Nessa, wie... Wieso? Ich bin Ritaka. Um das klarzustellen. Du warst Nessa. Du wurdest während der roten Raubzüge hierher gebracht und wurdest eine Tenakt? Die Karja verbieten Frauen, zur Armee zu gehen. Ich habe mich immer verstellt, mich dafür geschämt, wer ich bin. Doch die Tenakt messen einen Soldaten nur an seiner Entschlossenheit. So nahm ich meinen Platz unter ihnen ein. Ritaka, ich habe 5 Jahre um dich getrauert. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass du lebst? Ich hatte ein neues Leben. Ich wollte nicht zurück. Nicht einmal zu dir, Amadis. So wie Amadis über euch gesprochen hat, dachte ich, er bedeutet dir noch was. Das war vor 5 Jahren. Ich habe dich nicht im Stich gelassen. Vor der Schlacht flehte ich Gedir an, den Angriff abzublasen. Doch natürlich hörte er nicht. Schließlich brachte ich ihn um. Er hatte nichts anderes verdient. Ich rannte zum Schlachtfeld und suchte dich. Aber als ich dort eintraf, warst du schon fort. Das wusste ich nicht. Aber selbst wenn, ich trauerte und zog dann weiter. Wenn du als Gefangene hierher kamst, wie wurdest du eine Tenakt? Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Tenakt mich und die anderen Gefangenen umbringen. Eines Tages stand einer ihrer Soldaten vor meiner Zelle. Er fragte, wieso eine Frau für den verrückten Sonnenkönig kämpfe. Als er sprach, sah ich, dass er einst ein Karja war. Verscharf. Ich hörte, dass er bei der Gesandtschaft fiel. Er verdiente einen besseren Tod. Die anderen Häftlinge verurteilte er zum Tod, doch er überzeugte die Tenakt, mich ums Leben kämpfen zu lassen. Ich gewann durch Blut und Klinge. Ich wurde Ritaka und blickte nie zurück. Du warst bereit, dich zu verkleiden, um in der Karja-Armee dienen zu können. Vermisst du gar nicht, Karja zu sein? Nein. Die roten Raubzüge haben mir gezeigt, dass die Karja ohne Ehre kämpfen. Als meine Kameraden und ich hier eingesperrt wurden, wussten wir, dass uns niemand suchen würde. Das hätte ich, wenn ich's gewusst hätte. Es ist besser so. Ich merkte, unter meiner Karja-Rüstung floss das Blut einer Tenakt. Und wie kam es, dass du als Tenakt wieder als Gefangene hier gelandet bist? Mein Trupp hatte Befehl, die Fäulnis von Regalas Rebellen zurückzuholen. Wir scheiterten. Bei so viel Hass von Regala für die Karja überrascht es mich, dass man dich am Leben ließ. Du hast recht. Hätten sie es gewusst, wäre ich tot. Doch nur wenige Tenakt wissen noch, wer ich einst war. Was hast du jetzt vor? Ihr habt die Fäulnis zurückerobert. Und mein Trupp sorgt dafür, dass das so bleibt. Und das war's? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Das ist der Abschied? Es muss sein. Mein Platz wird immer hier sein. Und dein Platz ist im Osten. Tut mir leid, dass du gelitten hast. Du hast nicht verdient, was dir die letzten 5 Jahre gebracht haben. Ich sorge dafür, dass ihr das Tiefland sicher verlassen könnt. Betrachtet das als Nessas letztes Lebwohl.
Jetzt weißt du zumindest die Wahrheit. Irgendwie schmerzt das mehr. Du denkst bestimmt, ich bin ein Idiot. Nein, nur dass du dir über vieles klar werden musst. Ich bring dich zurück ins Sonnenreich. Und dann... Ich weiß nicht. Talana, ich... verstehe. Tut mir leid, dass das passiert ist. Mir auch. Gib mir und Elo einen Moment. Alles in Ordnung? Um ehrlich zu sein? Nein. Was geschieht jetzt mit euch beiden? Keine Ahnung. Er muss sich wohl über all die Gefühle klar werden. Und ich werde niemandes zweite Wahl sein. Ich möchte dir das hier geben, weil du zu mir gestanden hast. Kein Habicht kann eine bessere Drossel haben. Oder eine bessere Freundin. Also, das war's dann wohl. Du gehst zurück nach Osten. Ich denke, ich bleibe noch etwas in Fahrlicht, bevor ich nach Meridian zurückkehre. Wenn ich deinen Weg dorthin führen sollte, besuch mich. Werde ich. Gute Reise, Talana. Ich sollte sie besuchen, wenn ich das nächste Mal in Fahrlicht bin. Sie scheint eine starke Schulter zu brauchen.